Wir haben Dienstag, den 13.12.2016. Mein Königreich hat 302 getreue Gefolgsleute und 45.000 Klickseinheiten. Mein Volk. Die Zeit ist gekommen, um mich wieder an euch zu wenden. Wir haben jetzt 300 Gefolgsleute, loyale Gefolgsleute dem König gegenüber. Und meine lieben, getreuen Bürger meines Volkes, wir haben letztendlich einen Namen bekommen für unser Königreich. Der Name lautet The Fireblades of Casablanca. Dieser Name wurde ausgewählt durch ein Verfahren, an dem ihr geglaubt habt, ihr seid beteiligt. Das wart ihr nie. Ihr habt eure Stimmen abgegeben. Ich habe entschieden. Und so ist es. Dieser Name wurde genannt, ins Spiel gebracht, vorgeschlagen, geschenkt von meinem treuen Freund Endless Pain All. Er soll dafür eine Belohnung bekommen. Er wird von mir dafür fürstlich am Hofe des Königs zu McDonald's eingeladen. Endless Pain All, bitte melden Sie sich bei mir. Jetzt, mein Volk, meine getreuen Menschen, ja, wo wir den Namen haben und eine Burnout TV Army haben und die Verhaltensregeln für Burnout TV draußen sind, sind wir bereit, um in die Schlacht zu ziehen gegen fremde Königreiche, gegen Feinde, gegen alles und jeden. Werden wir in den Krieg und in die Schlacht ziehen? Wir werden sie attackieren, sie werden nicht sehen, dass wir kommen. Wir werden gewinnen, sie werden sterben. Wir werden ganz YouTube beherrschen. Ja, ja, so ist das, mein Volk, ja. Es ist nicht einfach, ein König zu sein. Wir wachsen, wir wachsen, wir wachsen. Wir erreichen, ja, eine wunderbare Größe. Und der König ist überfordert, alleine alles zu tun. Deswegen bauen wir eine Regierung auf. Von meinem Königreich, den Fireblades of Casablanca, werden wir jetzt einen Staat organisieren, liebe Leute. Bürger, Abonnenten, Volksleute, dieser Staat wird von euch ausgeführt werden, ausgeübt, ja. Und in diesem Sinne brauche ich eure Hilfe. Ihr werdet unter dieses Video schreiben, was eure Stärken sind, eure Schwächen, eure Kontonummer und PIN. Und dann wird der König entscheiden, wer von euch geeignet ist, um dem König zu helfen. Vielleicht du, vielleicht du, vielleicht du. Da wir uns nun kurz vor einem Krieg befinden mit feindlichen Königreichen, muss ich eines noch loswerden, mein Volk. Ein Krieg, ja, er ist fürchterlich, ja, fürchterlich, ein Krieg, das ist keine schöne Sache. Man stirbt, ja, kommt nicht mehr nach Hause und dann möchte ich auch jemand haben, der im Zweifelsfall um mich weint, ja. Es fällt mir nicht leicht, es auf diese Weise zu machen, ja. Aber der König braucht ein Weib, eine Königin, ja, für die Thronfolge, ihr versteht das, ja, ihr seid erwachsene Menschen, ihr seid freiwillig hier unter meinem Schutz, ja,
Wenn ihr den Schutz nicht wollt, dann geht! Seid schutzlos in YouTube. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen eine potente Königin. Potent, das ist ein Wort, das gefällt mir schon seit meiner Jugend, liebe Kinder. Ich brauche Kinder, ja. Und der König braucht Kinder. Da werde ich immer sentimental, mein Volk, ja. Das macht unglaublich viel Spaß. Jedenfalls, meine Königin, sie müssen schön sein, wunderschön. Sie müssen viel Geld haben. Viel, viel Geld, ja. Und sie müssen alles tun, was der König ihnen sagt. So viel dazu, mein Volk. Ich möchte euch auch einen Teil meiner Liebe zurückgeben. Der König ist müde, deswegen werden wir das jetzt schnell vollziehen. Ich habe hier drei von Hand gefertigten, wunderbaren Kronen aus flexiblen Edelstahl und Platin und Gold, ja, aus Italien. 1A wahre Qualität. Die möchte ich an euch verschenken, verlosen, euch zur Verfügung stellen. Die sehen so aus. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Um diese Kronen zu erhalten, müsst ihr Folgendes tun. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, was ihr zu tun habt. Aber das macht nichts, ja. Die Leute, die sie haben wollen, können sie kriegen. Ihr müsst nichts machen, damit ihr seht, ich bin ein guter König, hart aber unfair. Ihr könnt euch euren Gewinn sofort abholen. Ihr fahrt einfach zum nächsten Burger King, nehmt dieses Video, zeigt es denen, ja, und die wissen sofort Bescheid. Ihr kriegt eine Krone, zwei, drei, so viel ihr wollt, zieht sie euch auf, ja, und fühlt euch wie der König. Aber, liebe Leute, ja, diese Krone macht euch noch lange nicht zum rechtmäßigen König von YouTube, der bin ich. Diese Krone ist eine Kindergeburtstagskrone von Burger King, ja, das ist ja...